Heute geht es um Deutschlands Zombie-Stadt. Die Hessenschau titelt dieser Tage: Frankfurt soll kein Zombieland werden. Unsere Bandenhauptstadt soll kein Zombieland werden. Und das ist die Reaktion, eine der vielen Reaktionen auf die Aussage der Sun, die geschrieben hat, Frankfurt ist längst ein Zombieland und der gefährlichste Slum in Deutschland. Da muss man zunächst mal sagen, das ist von beiden Medien relativ despektierlich, weil ich glaube, dass Drogenabhängige, die nun mal in Frankfurt tatsächlich unterwegs sind, alles andere als Zombies sind. Was ich sehr komisch finde, ist, dass jetzt der Bürgermeister und die Stadt in Frankfurt gesagt hat, ja, wir werden dafür sorgen, dass das kein Zombieland wird, was es ja schon ist, und werden jetzt Maßnahmen ergreifen. Jetzt, nachdem die Sun das geschrieben hat. Wir wissen ja, dass dieses Viertel schon ein Problemviertel ist seit vielen Jahren. Ein guter Bekannter von mir, der damals Soko-Leiter in Frankfurt war, sagt, es gab vor 25 Jahren zwei Dauer-Sokos, Sonderkommissionen in Deutschland. Eine davon war Frankfurt Bahnhof. Also dieses Problem ist lange bewusst. Und jetzt braucht es einen Sun-Artikel, um sich dem anzunehmen. Es sind eine Menge Maßnahmen geplant. Unter anderem soll helfen, den Belag vor dem Bahnhof in ein helleres Pflaster zu verwandeln. Na, dann drücken wir der Stadt Frankfurt mal die Daumen. Ich glaube, es gibt genug Gewerbesteuereinnahmen für Frankfurt von den großen Banken, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und ich muss es nochmal sagen, den armen Teufeln da draußen auch zu helfen und damit vielleicht auch die Kriminalität ein wenig zu reduzieren. Was meint ihr zum Zombie- oder Nicht-Zombie-Land? Jetzt nehme ich den Begriff auch in den Mund, in Frankfurt. Ich bin gespannt auf eure Reaktion und sage mal schönes Wochenende wie immer und nächste Woche wieder hier im Fahrstuhl. Tschüss!